Ja, hier ist Christian Hemschemeier, Diplompsychologe, Paartherapeut, vieles mehr. Und ja, Thema heute ist mal die gute alte monogame Beziehung und ich bringe auch mal ein paar neue Begriffe mit rein, 5D-Beziehungen und so weiter. Wenn du dich für meine Paartherapie-Ausbildung interessierst, habe ich mal einen Link drunter gepackt und im Sommer habe ich jetzt auch so ein 3-Stunden-Special Paartherapie, wenn du Paartherapie mit mir machen willst, ob das jetzt einer der drei Städte ist, wo ich öfters bin, in der Nähe von München, Hamburg und Berlin oder online, kannst ja mal schauen. Ansonsten, ja, wenn du an dir selbst arbeiten willst, hast du ja mein beliebtes Kurssystem, was einen durchbringt durch eigene Themen, die man mit Beziehungen hat, Liebeskummer, Dating und so weiter, findest du auf liebeschiff.de. Ja, die gute alte monogame Beziehung, also sie ist nicht tot, ganz und gar nicht, könnte man ja manchmal meinen, also ich habe ja auch so recherchiert für das Buch, was ich gerade schreibe, ansonsten ist ja mein aktuelles Buch, ist ja auch noch ganz frisch auf dem Markt, vom Opfer zum Gestalter, und was ich jetzt schreibe, wird da quasi anschließen, Neue Dimension der Liebe wird das heißen, einen neuen Verlag, da bei Random House jetzt. Aber gut, wird da auch um monogame Beziehungen gehen, weil man könnte ja manchmal denken, die sind irgendwie am Aussterben. Also ich weiß natürlich auch nicht, wie sich das entwickeln wird, aber Fakt ist, es wird, ich habe auch mal recherchiert dazu, es wird wieder mehr geheiratet, es wird auch weniger geschieden wieder, deutlich weniger, als das zum Beispiel 2000 war. Und es wird aber deutlich mehr fremdgegangen zwischen und so. Es gibt auch jetzt auch durchaus Studien, dass sogar die Frauen die Männer überholt haben, was Fremdgehen angeht. Und gut, irgendwo muss sich das ja natürlich sowieso sich irgendwo ausgleichen. Ich meine, also wenn jetzt einer fremdgeht, dann muss er auch mit jemand anders fremdgehen. Aber gut, vielleicht ist der nicht in einer Beziehung. Egal, wollen wir es nicht alles aufdröseln. Aber ja, es nimmt zu und da könnte man ja denken, ist die monogame Beziehung vielleicht irgendwie tot, am Aussterben? Und ja, wenn wir jetzt mal so gucken, meine Ehe gibt es ja noch nicht so wahnsinnig lang, müssen wir jetzt nicht alles wieder aufdröseln, wann die entstanden ist und warum und wieso, aber gut, sie hat natürlich auch viele Vorteile. Und ja, kann sein, dass es früher mehr ein wirtschaftliches Ding war und man hatte vielleicht nebenbei noch irgendwas anderes am Laufen, aber ich würde mal behaupten, dieses Thema Loyalität, Monogamie wird immer irgendwie dran gewesen sein, weil natürlich auch rein vom Biologischen willst du ja wissen, was weiß ich, ob jetzt deine Frau zum Beispiel deine Kinder austrägt oder von jemand anders oder Frau will das vielleicht auch wissen, was du machst irgendwie, und ich denke, das wird schon immer Thema gewesen sein, und dass man da so locker mit umgegangen ist, irgendwann mal, weiß ich nicht, glaube ich jetzt nicht. Macht sein, dass es jetzt Gesellschaften gibt, wo das Polygame, könnten wir auch mal ein Video drüber machen, aber es soll jetzt mal heute nicht unser Thema sein, wir bleiben jetzt mal bei unseren westlichen Zivilisationen. Und da, ja, ist natürlich Monogamie ein Thema. Und meiner Ansicht nach, was jetzt wirklich in der Zukunft wichtig sein wird, ist, dieses Thema wirklich immer mehr mit Ehrlichkeit anzufüllen und ja, wie soll man das mal sagen, mit Ehrlichkeit und einer, wirklich eine Entscheidung auch für diese Monogamie, ne? Also weil, ich habe das Gefühl, bei vielen ist es so, die sind dann so murrend, monogam und ja, nutzen die erste Gelegenheit, also gehen dann nur nicht fremd, weil sie keine Gelegenheit haben oder so. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen, weil wenn wir jetzt so Richtung, werde ich auch noch Videos zu machen, aber Richtung 5D-Beziehung gehen, also wirklich Beziehungen, wo nicht nur diese Ego-Liebe regiert, wo nicht, was wir eigentlich bei fast allen Beziehungen heutzutage ist, sondern wo wir wirklich in echte Formen von Liebe gehen. Ja, da hat natürlich so Manipulation und unter dann was anderes machen und nicht ehrlich sein in der Beziehung hat da keinen Platz, ne? Da kann es keine 5D-Beziehung geben.
Und da ist es schon nochmal, also können auch monogame Beziehungen nochmal eine ganz neue Modernität bekommen, wenn die wirklich, wenn man wirklich alles miteinander teilt, auch Gedanken vielleicht, oh, ich habe gerade so einen Tag, wo ich gar nicht so stehe auf Monogame oder ich habe mich gerade in die verguckt oder in jenen verguckt oder ich habe gerade diese Zweifel, wo man das alles miteinander teilt und wirklich konsequent in die Tiefe geht. Also in deren Sicht sind monogame Beziehungen weiter super modern und werden doch mal eine ganz neue Modernität bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder das machen muss. Da werde ich auch noch sicherlich viel zu sagen. Ich denke, wir werden alle immer mehr die Möglichkeit haben, uns frei zu entscheiden, welche Beziehungsformen wir leben wollen. So, das ist ja auch schon, sieht man ja auch schon in jüngeren Generationen, dass die da auch offener mit umgehen. Nur es ist halt nicht wirklich modern, in die Zukunft gerichtet, 5D, wenn es eben auf Lüge und Manipulation basiert und nicht wirklich ehrlich so gemeint ist. So, ne? Und da müssen wir uns alle immer wieder, das kann sich auch ändern im Laufe des Lebens, aber ich denke, dass eine Monogamie hat da wirklich eine Chance, und darauf will ich eigentlich hinaus, dass man wirklich eine Beziehung führt, die in die Tiefe geht. So, ne? Während sicherlich, man kann auch sagen, ich will mehr so in die Breite gehen, dann ist man vielleicht bei offenen Beziehungen oder Polyamor oder nicht, dass das nicht auch eine Tiefe haben könnte, aber ich glaube, wenn man wirklich sagt, ich möchte wirklich vertikal gehen, ich möchte wirklich in die Tiefe gehen, also die Tiefen einer Beziehung ausloten, da ist man nach wie vor in einer monogamen Beziehung richtig. Nur man sollte nur monogame Beziehungen führen, wenn man es wirklich will. Wenn man es nicht will, das wird auch immer mehr kommen, hoffe ich zumindest, also zumindest Teil meiner Arbeit, dann sollte man es halt lassen. Ne? Man sollte eben keine toxischen Dreiecke bilden, sondern sollte man halt in den Spiegel gucken, sollte sagen, ja, mir ist die Breite halt wichtiger und ich will halt mit möglichst vielen Männern schlafen, Frauen schlafen, ich weiß nicht was, das ist auch okay. Nur dann sollte man nicht irgendeinen Partner da durchziehen, der das nicht weiß und sozusagen gleichzeitig Vorteile einer monogamen Beziehung mitnehmen und aber heimlich das Leben, was man wirklich leben will, das ist halt total 3D und assi und oder das heißt assi, ja, will uns nicht weiterbringen. Und aber ja, was willst du? Das ist die Frage. Was willst du mit deinem Leben machen? Wie kannst du das umsetzen? Das sind die Fragen, die immer mehr kommen und wir dürfen immer mehr in die Selbstverantwortung gehen und wirklich überlegen und entscheiden, was wir wirklich wollen. So, was wollen wir wirklich? Ne? Was ist wirklich das Leben, was wir leben wollen? Und wir werden da immer mehr in eine Freiheit geführt, wo wir aber auch mit dieser Freiheit umgehen müssen. Und da ist eben keiner mehr, der uns sagt, ja, du musst jetzt eine monogame Beziehung machen oder du musst jetzt unbedingt durch die Gegend vögeln oder ich weiß nicht was. Nein. Du musst gar nichts, auch egal, was dein Umfeld sagt, du kannst frei entscheiden. So. Und, aber mit dieser Freiheit müssen wir dann eben auch umgehen lernen und dann wirklich mal ein bisschen Seelenschau betreiben, was wir eigentlich wollen. Und das ist gar nicht so einfach. Okay, soweit. Wenn du mal Unterstützung brauchst, melde dich. Ansonsten, wir sehen uns bald wieder.